erledigt. Krieg ich jetzt 1390 Euro-Dollar? Hol deine Belohnung ab. Ich nehme es mir nicht übel, aber wenn ich hier drauf bleibe. Nee, du. Da bin ich mit Springen und Sprinten deutlich schneller unterwegs. So. Palim, palim. 4860. Uiuiuiui. So, dann machen wir gleich mal das hier noch. Reden wir einfach nicht drüber, was passiert ist, oder? Hä? 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 Und genau solche Gruppen gibt es querbeet. Die holt man, erlegt man und verkauft sie beim Händler. Spannend. So farm ich Geld, deswegen muss ich nicht onscreen. So. Ich dachte, hier komme ich lang, dann halt nicht. Die Führung fuckt mich teilweise richtig ab. Und hier sind halt Dreiergruppen, die immer wieder spawnen. Und macht mal halt fertig. Ne? In der Hoffnung haben wir was Schönes dabei und dann geht's weiter. Sollte ich wieder noch. Hat er mich nicht hier gerade reingeschickt? Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel hat mich gerade reingeschickt. Wir speichern, weil ich sterbe eh gleich wieder. Cyberpsychos haben auch noch nicht alle durch. Müssen zumindest noch einer entgegenkommen. Bitte dem. Okay. Was frage ich eigentlich? Wo. Wie ist er denn gestorben? Könnte etwa hier dahinter sein? Gut, 1 gegen 1 Kampf, hä? Nicht schlecht. Ich glaube, er ist einfach durchgeblutet. Was hast du denn Feines? Eine Pistole, 1500 Machete. Würde mich ankotzen. You are dead, my friend. You are dead. Level 46. Ich habe noch extrem viele Punkte. Wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was ich damit leveln soll. Ich habe keine Ahnung. Auch das Messer kann ich nicht aufheben. Doch jetzt. Ja, ist halt. Hat er mit dir gemacht? Hat er die einfach gegessen? Also manchmal fragt man sich, was stimmt mit den Leuten nicht? Und dann kommt man auf die Antwort, es ist alles in Ordnung. Die hat einfach Bock auf einen Snack. So, wenn wir den jetzt machen, auch noch ein bisschen trainieren, das haben wir mal, arbeiten wir uns langsam Richtung Innenstadt vor. Was ja an sich ziemlich schick ist, muss ich sagen. Ich habe nicht Bock auf die Innenstadt. So. Weil in der Innenstadt können wir auch mal mit Dennerman unsere Belohnung abholen. Vielleicht finanziert er uns unsere restlichen Autos. Das wäre ziemlich schön. Aber ich habe keinen Bock mehr, die ganze Kacke selbst zu finanzieren. 425 Meter zu laufen. Oh Gottes Willen. Aber ihr seht's. Athletik wird nebenbei trainiert. Vielleicht schaltet man ja noch irgendein cooles Extra frei. So. Sonst würde ich fahren, teleportieren. Ist nichts in der Nähe gewesen. Haben wir ja kurz geguckt. Ja, komm, scheiß drauf. Ich fahre jetzt Motorrad. Ich versuch's immer schön zu reden, dass ich laufe, ne? Aber ich habe ja selbst gar keinen Bock drauf. So, bis hier hätten wir uns teleportieren können und den Rest müssen wir eh fahren. Einfach unter dem Auto durch. Wir sind einfach Profis. Hier finde ich schade, dass man kein Wheelie machen kann. Yo, Regina, was gibt's? Hör mal, Maelstrom hat diesen Ripper-Dog. Aber die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesen Psychos, okay? Ihr Bruder wäre dir sehr dankbar. Details anbei.
Flug? Die Details interessieren mich tatsächlich gar nicht. Was ist denn, Regina? Es geht um ein Mox-Mitglied. Mit der stimmt was nicht. Vielleicht Cyberpsychose. Mein Kunde ist in Gefahr und du musst ihn da rausholen. Ich wäre dir echt dankbar, wenn du mir helfen könntest. Infos anbei. Was nun? Aber ihr... Gehen wir mal zur ersten Nachricht. Ihr Bruder aus Alabama vermisst sie quasi. Okay. Gehen wir mal rein und sagen, hallo, Boys. Hallo, Boys. Zieht mich denn? Richtig. Kommt ihr jetzt wenigstens alle zu mir? Muss ich euch gar nicht mehr suchen? Bin mich auch viel lieber. Hey, hey. Ja, aber kommt... Nein. Granate. Perfekt. Kommt ihr mal bitte rein. Ich bin schon überladen. Ich loot hier noch in Ruhe. Das macht euch doch nichts aus, oder? Jetzt kommt doch einfach mal her. Ach. Dann halt Inventar. Das nervt halt wirklich. Wenn ich jetzt hier leveln könnte... Angenommen, ne? Das ist exakt das gleiche, okay. Ich könnte jetzt leveln. Ich würde mir tragen. Ich würde alles durchleveln auftragen. Ich habe nämlich keinen Bock hier nach jedem zweiten... Aufräumarbeit, nach jeder zweiten Aufräumarbeit, hier das ganze Inventar zu aussortieren. Statt einfach zu sagen, okay, die blauen Waffen können weg. Oder alles unter 500 Damage kann weg. Nee, muss ich jede Scheiße per Hand machen. Hier 200 Maschinenpistole, die kann mich mal kreuzweise. Sturmgewehr 200. Ich habe aus Versehen gerade das Maschinengewehr, das leichte MG, weggemacht. Juckt mich nicht. Ist jetzt halt so. So. Ist ready? Ja, ich stehe auf 1 gegen 1. Jetzt mach den Kopf zu. So, hier liegt noch was Lilanes. Was hast denn du? Bitte jede Kamera ausmachen oder was? Ausschalten. Na gut, die Werbung haben sie jetzt nicht deutlich verbessert. Nehmen wir mit. Loot. Scheint mal noch irgendwie was. Für nur 39,99. Ja, nervt mich schon nicht. So, ich mache alle Kameras aus. Bringt zwar nichts, aber vielleicht level ich dadurch irgendwas. Irgendwann. Irgendwo. Kleines Lager, was findet man hier nur Munition oder was? Chunk. Gehen wir mal wieder rein. So. Wir warten hier auf uns. Schießen. Ich bin Ärztin. Ich gehöre nicht zur Gang. Ist okay. So eine freundliche Aufforderung nehme ich ernst. Was ist hier drin? Stiefel. Benutzte Sündlederstiefel. Sind sehr schöne Stiefel, weil Leder drin ist. Dabei ist. Drin ist. Drumrum. Außenrum. Ich weiß. Du bist Lucy Thackeray. Die verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße. Scheiße. Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay. Einen Moment noch. Soll mich kümmern. Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Der Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg. Sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Hab ich. Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zimtblut. Lass da auf dem Tisch. Ganz links. Nein. Wie bitte? Genug von dieser Scheiße. Wir haben keine Zeit. Er ist tot. Jo. Natürlich. Hätte nichts anderes von jemandem wie dir erwarten sollen. Arm ab. Sag mal, fühlst du überhaupt irgendwas, wenn du jemanden umbringst? Wie bitte? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Nein, er ist gestorben, weil du nichts unternommen hast. Ach Quatsch. Als ich dich darum gebeten habe. Das ist Mord. Gehen wir. Oh, natürlich. Themenwechsel. Gehen wir. Hoffentlich ist es das am Ende wert, ha? Huh? Er ist gestorben, weil du ihn runterfallen lassen hast. So und nicht anders.
Na komm. In meiner Nähe. Kopf runter. Komm schon. Los. Komm schon. Steig ein. Ich habe ja schon alles geklärt. Ja. Rennt auch durch Müll. Schiene. Einsteigen. Yeah! Wir haben die Alte gerettet. Die uns vollpumpt. So. So viel haben wir gar nicht mehr. Guckt euch das mal an. Wir sind bald im Stadtgebiet. Hier ist ein Boxkampf. Die Pam, das mache ich als Aufnahme. Weil es sehr wahrscheinlich zu sexuellen Inhalten kommt. Und dann wird wieder rumgeheult auf Twitch. Bin ich sowieso. So eine Mimimi-Gesellschaft sind. Gerade wenn man 18 eingibt. Alle über 18 sollten wissen, was zumindest grob beim Thema Sex passiert. Lucy ist in Sicherheit. Und ich danke dir. Natürlich, Regina. Muss mir ja danken. So, speichern. Fast 41 Stunden, ne? Ist 41 Stunden. Jetzt dürfen wir wieder ein paar Leute töten. Oh, dann ist sie schon tot. Aber lassen Geld liegen. Sind die dämlich? Mehr für mich. Hi, Boys. Hab ich nicht gehört. Habt ihr was gehört? Nee, ne? Hä? Ah, das ist ein Boss, Lul. Anna Nox. Das nenne ich Schenkel. Das gefällt euch, Perversen, doch, hä? Hm? Noch ist er warm. Noch ist er warm. Noch könnt ihr. So. Erstmal looten. Ich bin ein Boss. Ich finde die. Gerade sowas sollte halt, je länger ich zum Beispiel brauche, bis ich sie mache, in der Zeit sollte sie halt auch stärker werden. Dass es halt irgendwie ein Kampf ist, der Bock macht. Al, lebst du? Du kannst rauskommen? Du kannst rauskommen. Endlich! Ich dachte schon, ich ersticke hier. Ich helfe beim Aufmachen. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und denkst, heute Ständer hast. Ist ein Scheißtag, an dem nichts läuft, wie es laufen soll? Nee. Heute war einer dieser Tage. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Gut, mein Job wäre damit erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. Hm. Die Stimme war ziemlich rau. Ich hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. So einen leichten Einschlag von einem Russen. Fand ich nicht gepasst zum Charakter. Ja, ja, Regina. Sehr schön. Sehr schön. Ist super glücklich und kriegt sich gar nicht mehr ein. Schwärmt total von dir. Natürlich schwärmt sie von mir. Jeder schwärmt von mir. Besonders Mütter. Wieder verkackt. Ich will das aber trotzdem verlinken. Ja, jetzt kriege ich wieder deine 1390. 4860. Es hat sich gesteigert. Es gibt mir jetzt durchgängig mehr. So, 1C. Damit kann ich schon gar nicht 7A weitermachen. Müssen wir mit E9 anfangen. Sollen wir den so machen? Yeah, Twitch-Protokoll auf Stufe 8. Hat mir das jetzt gebracht? 690. Wow! Brauchen aber wirklich das Geld. Wir haben zum Beispiel den Bugatti noch gar nicht gekauft. Der wird wahrscheinlich auch nochmal schön teuer. Ach, ich wollte gerade das unterste machen, habe aber das oberste gemacht. Na gut, nicht schlimm. Siehst du uns noch irgendwas zum Looten? Regina schickt mich. Natürlich. Die ist immer auf dem Laufenden. Soll ich dir helfen? Was ist denn hier passiert? Hell sollte ein
wie die für uns entschlüsseln. Hat er auch. Zumindest meinte er das. Ging voll in die Hose. Als Annie eingetaucht ist, hab sie noch nie so schreien hören. Sie ist ausgerastet und... Kannst dir den Rest vorstellen? Also, die andere... Tot. Ich weiß. Wir waren im selben Netz. Ist das die Frau von Max? Du hattest keine Wahl. Ist schon okay. Natürlich ist es okay. Wenn es nicht okay wäre, wäre es halt so. Also, die andere. Tot. Ich weiß. Wir waren im selben Netz. Du hattest keine Wahl. Ist schon okay. Ja, es ist schon okay. Es ist so ein geiler Speicher, dann kannst du hier nur wie so ein... quasi nichts klauen. Oh Mann. Soll ich sie umbringen? Ich löse sie von ihrem Leid. Kann ich nicht. Na dann, Pech. Dann kann ich da auch nicht helfen. Hier war mal. Das Blaue hätte man fast liegen lassen. Hammer. Wieder etwas erledigt. Wo führt es jetzt hin? Uns führt es jetzt genau dahin. So. Das juckt ihn auch nicht, ne? Ich renne auf das Auto zu und er denkt, sie haben neue Vollgas. Weg mit ihm. 175 Meter. Guck mal, das sind wieder so ein paar kleine Gangster. So, zack. So, vielen Dank. So, den looten wir noch, dann helfen wir hier mal kurz zur Polizei. Vor mir helfen, weil ich ahne da etwas. Ich ahne wirklich etwas. Mich? Oder die da? Ja. Mit sowas hilft man der Polizei. Egal wo wir sind. Nee, bei hin und wieder war eine Polizei da, aber so selten, dass es eigentlich gar nicht lohnt, darüber zu sprechen. Kurz einen Schluck trinken, Moment. Also die Polizei macht echt einen beschissenen Job. Sind wir uns da wenigstens einig, ja, ne? Der schießt zum Beispiel sehr schwer, müsste man ihn zuerst töten, den könnte man ausweichen und den töten. Gut, dass ihr es mal gehört habt. 1500er Messer sind schön und gut, aber die bringen uns so nichts. Walk? Jo, Regina, komm, ich kann nicht speichern. Also, ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. In NC? Sind wir echt in New York? Ich dachte, ach, Night City. Ha. Ja, ich sollte einfach manchmal ruhig sein. So, klopf, klopf. It's a me. Ihr braucht Daten. Hello, Motherfucker. Nicht schießen. Nicht schießen. Haben wir alle. Keine Ahnung, ob wir alle haben. Haben wir alle? Lou? Erstmal können wir looten. Und das ist schon mal viel. Viel wert. Weil ich liebe looten. Auch immer Geld rollen liegen lassen. Mein 1-Euro-Dollar, ne, als den zusammenzurollen, ist es schon nicht wert. Da geht's nach unten, da müssen wir hin. Wir looten aber erstmal alles andere. Nicht wahr? So, ein Blau-Schrotflinte nehmen wir mit. Das Auto würde ich zum Beispiel auch nehmen, ne? Aber wehe, ich glaube mir sowas, wir können das in meine Garage fahren. Dort. Auch das Album kann ich nicht nehmen. Finde ich schade. Gott sei Dank sind es bis jetzt immer Drecks-Items gewesen, die nicht schlimm sind, wenn man die nicht nimmt. Aber wenn es mal was Wichtiges wäre, würde ich ein bisschen weinen.
So. Ein tolles Lager. Gerade sowas, das soll's. Ich sag einfach nichts. So. Ist hier oben echt nichts. War das einfach nur ein Schleichweg? Granate, die wir eh verkaufen können. Und ein Helm. Ja, du bist taub. Ach, siehst du, das ist Klo. Ich dachte, das ist ein wichtiger Raum. Sie hatte damit was zu tun. Ich kümmere mich nur. Regina hat's gesagt. Falls einer fragt, Regina war's, okay? Ach komm. Irgendwann ist auch mal gut. Da habe ich jetzt gerade einen Soundbug. Piu, piu. Militech Brandmunition. Das ist ja cool. Hier mal mit. Wieder eine geile Pistole. So. Was haben wir denn hier so? Ein bisschen Junk. Sehr schön. Die haben hier halt auf mich geguckt, deswegen musste ich es immer klicks erledigen. Wir brauchen Geld. Ein 5er verbinden bringt leider nicht ganz so viel Geld. Ja. FF. E9. FF 1C. 312 bringt der ganze Spaß. Es ist erstmal besser als nichts, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So. Nehmen wir mit. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht? Ohne Chrom sehen alle aus wie kugeldurchsiebte Fleischsäcke. Das war's am Gespräch. Ich will nur dieses Item hier aufheben, was auch immer es ist. Es macht mich manchmal aggressiv, ja, was aufheben zu wollen. Aber naja, können wir leider nicht ändern. Ein paar Schuhe haben wir noch gefunden. Wir haben noch ein bisschen Aschenbecher mit. So. Kann man am Ende irgendwie nachgucken. Vielen Dank für den Cocktail. Kann man am Ende irgendwie nachgucken, wie viele Items man aufgehoben hat? Das würde mich schon interessieren. Und ein Muffin. Und die himmlischen Wölkchen. Also, ich denke, so schmecken Wolken. Ich will jetzt keine Werbung machen, deswegen sage ich es nicht. War gerade unten. Was willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Deiner Mutter. Ich gehe da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Bist auch du der Nächste? Hm? Du lügst. Du lügst. Du glaubst mir nicht, das ist okay, aber was hältst du von einem Rabatt? Rabatt? Was meinst du? Sonderpreise für Sonderkunden wie dich. Im Austausch dafür, dass... Ich vergesse, was ich im Keller gesehen habe. Ja. Genauso meine ich das. Deal. Ja, Deal. Keller ist schon vergessen. Perfekt. Sehr schön. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ich brauche was. Was hast du so für Ware? Ach, ich habe kein Geld mehr, ne? Verfügbare Items, nur eins. Rein damit. Errungenschaft. Vollkörper. Konversion. Oh, siehst du, damit haben wir doch alles. Nice. Ich dachte, wir müssen hier in jedem Feld was haben. Passt. Vielen Dank. Bye. Ja, ich gehe einfach. Außerdem dachte ich hier, Sonderrabatt ist dann wenigstens kostenlos, ne? Weil ich mache hier die ganze Kacke. Ich habe etwas für ihn vergessen. Und dann muss ich noch Geld dafür zahlen. Also. Nee, ist ja richtig. Ne? Für die Dienstleistung muss man auch Geld zahlen. Er ist nur den Muffin nebenbei. Ach, hier waren wir schon mal, ne? Ist das mit dem Apartment? Hm. Hör mal, wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden. Was erwartest du?
Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht. Wäre also besser, wenn sie den Fall vergessen würde. Verstehst du? Okay, ich weiß, wie das klingt. Aber sonst macht es eh bloß wer anders. Naja, vielleicht findest du ja eine gute Lösung. Infos sind im Anhang. Strong enough that I can shake the pain. We don't ask for the doors to